Ja, hier, komm mal hier hoch. Kannst du mal sehen, wie so ein Dachhaken für das Modul befestigt wird. Der wird hier in der Dachkonstruktion im Dach sparen. Das ist die sogenannte Konterlattung und darunter sitzt der Dachsparren, der stabilste Teil des Dachs. Und darauf wird der Haltefuß montiert, worauf die Solar-Photovoltaik-Module sitzen, damit das auch gewährleistet ist, dass das alles statisch funktioniert. Ja? Bombig fest. Hier. Ja. Hast du gesehen, wie stabil das ist, ne?